christliche Glaube aus Byzanz. Die Orthodoxie lebt heute in Griechenland und vielen slawischen Ländern weiter. Nach dem Fall von Byzanz erheben sich die Herrscher Russlands zu den Erben des östlichen Christenreichs und nennen sich Zaren, abgeleitet von Cäsar. Sie fühlen sich als Herrscher über alle orthodoxen Christen. An dieses Großmachtsdenken will Wladimir Putin wieder anknüpfen. Mit Schützenhilfe des russisch-orthodoxen Patriarchen. Während die enge Verbindung von Staat und Kirche im Westen suspekt ist, wird sie in Russland wieder gepflegt.